20 Top-Athleten sind am Start und die kämpfen um den Titel Stärkster Mann Deutschlands. Es geht über zwei Tage. Heute sind sozusagen die Vorkämpfe, 5 Disziplinen. Und von den 26 kommen dann morgen 10 ins Finale. Also heißt heute schon mal Vollgas geben, 5 Disziplinen überstehen, sich gut platzieren, dass man dann morgen hier nochmal antreten darf, um dann im Finale um den Titel Stärkster Mann Deutschlands 2021 zu kämpfen. Ihr kennt ja alle die Situation. Das letzte Mal, aus bekannten Gründen, durften wir so einen Wettkampf in 2019 austragen. Also der letzte Stärkste Mann Deutschlands wurde 2019 gekürt. Lange Pause. Wir sind alle heiß auf diesen Wettkampf. Die Athleten freuen sich, die Funktionäre hier, unsere Kampfrichter freuen sich. Also wir sind total gespannt und ich hoffe, dass noch ein paar Leute zum Zuschauen kommen und ich führe euch dann durch den Wettkampf. Ihr könnt gerne euch immer mit einbringen, Fragen stellen, aber ich versuche die Disziplinen so gut zu erklären, wie es irgendwie geht und euch alle mitzunehmen, auch diejenigen, die noch nie bei einem Strongman-Wettkampf dabei gewesen sind. Strongman ist ganz einfach, immer der Stärkste ist, der das höchste Gewicht bewegt, gewinnt oder der in der schnellsten Zeit im Ziel ist. Da gibt es keine Relativwertung oder da wird nichts hin oder her gerechnet. Für das Publikum ganz leicht zu erkennen, wer hier bei der Disziplin gewonnen hat. Ja, und das wird dann alles zusammengezählt, die Punkte. Und für den ersten Platz gibt es immer einen Punkt. Das heißt, wer am Schluss die wenigsten Punkte hat, der ist hier der Sieger. So, Dennis. Ja. Jetzt sind wir hier, Stärkster Mann Deutschlands. Beim letzten Mal bist du nicht gestartet. Richtig. Ja. Ich hatte ein Wehwehchen am Bein. Genau. Beziehungsweise, was war es? Ein Muskelfaserriss, ja, mit Muskelsehnenabriss am Patella. Also war doch schon ein bisschen mehr als eine kleinere Verletzung. Genau, genau. Und in der Zwischenzeit hast du gearbeitet an dir? Ja. Wie wird das heute mit dem Frame? Ich habe sehr viel trainiert, Frame. Ne? Aber jetzt, Martina. Entschuldigung. Martina, wenn du so kurze Finger hast. Ja, ich weiß. Ja. Aber das Gute ist, wir haben ja einen 10-Disziplinen-Wettkampf. Je mehr Disziplin, je mehr wäscht sich das raus. Ne? Yes. Und ja, also ich habe ja nicht nur so an mir gearbeitet, sportlich, sondern es ist auch sehr viel passiert in letzter Zeit. Und man muss auch sagen, ich will jetzt nicht das Falsche sagen, dass der Sport ein bisschen, na, ich will nicht, in den Hintergrund getreten ist, aber es war in letzter Zeit sehr viel Trubel. Und ich habe auch sehr viel Wettkämpfe im Ausland gemacht und es ist jetzt schön, so wieder hier zu sein und alle, es ist so wieder heim so ein bisschen. Mhm. Ne? Die Leute sprechen Deutsch, vielleicht passiert es mal, dass ich mit jemandem Englisch spreche, wegen den ganzen internationalen Wettkämpfen, aber es ist schön, wieder hier zu sein und die Disziplinen sind gut und wir gucken, was läuft. Ne? Ja, kann ich dir gleich noch was Gutes erzählen? Ja, erzähl mal was Gutes. Baumstamm haben wir ja, du weißt, die Trophäe für die 200 Kilo, die erste Deutsche, die 200 Kilo macht. Ja. Jedes Mal, wenn wir sie dabei hatten, hat sie nicht funktioniert. Und jetzt hast du sie nicht dabei. Die haben sie nicht dabei. Ah, dann wissen wir, was passiert. Genau. Dann wissen wir, was passiert, gell? Ja, also wenn ich an den 200er heute rangehe, müsste ich ja dumm sein. Ja, ich weiß. Genau. Aber es ist geil. Genau, aber man könnte ja so kurz davor schon mal gucken, wie es aussieht. Genau, man könnte ja gucken, wie es aussieht. So, es ist ein 10-Disziplinen-Wettkampf über 2 Tage. Ich weiß, es sind viele Jungs hier, die haben noch nie so einen 2-Tages-Wettkampf gemacht. Ja, manche haben überhaupt noch nie einen Pro-League-Wettkampf. Also von 26 haben 20 noch nie einen Pro-League-Wettkampf gemacht. Und das ist halt wirklich, ich habe damals in Kalifornien einen 10-Disziplinen-Wettkampf gemacht über 2 Tage. Und du stehst am 2. Tag auf und denkst dir so, Raoul, ich habe keinen Bock. Aber es kommen noch 5 Disziplinen und jetzt kommt der erste Finale. Und am World Strongest Man ist es ja noch schlimmer. Ja. Und deswegen will ich nicht am ersten Tag haushalten, dass ich Hauptsache ins Finale komme, ne, und dann im Finale dann quasi
Vollgas geben. Genau, man kann ja nur mehr, also allerhöchstens einen Punkt mitnehmen, also besser geht ja nicht. Der Sieger nimmt einen Punkt mit. Genau. Also mehr kann man nicht, egal wie weit man führt. Und dann packt der Heinz den Lok auf Max am ersten Tag. wir haben auch schon gefreut. Aber das darf ich jetzt... Alles gut. Genau. Alles gut. Genau. Apropos Veranstalter, wenn wir schon beim Veranstalter sind, hast du ja auch noch was vor dir? Ja, in zwei Wochen. Also nächste Woche kommt ja die Strongman-Burg. Ne? Das seid ihr auch da. Ja. Kommst du? Selbstverständlich. Ja, natürlich. Wir haben auch eine richtig schöne PA-Anlage gekauft jetzt. Gell, Marcel? Mit allen möglichen Drop-In, Drop-Out und Loops sogar. Du kannst ein bisschen so... Hat das ein Kabel oder bin ich free? Du bist free. Aha, okay. Letztes Mal war ich ja am Kabel angesperrt. Du bist free. Ja, also wir haben, wenn ich jetzt mal ganz kurz die Burg anschneide, wir haben ja wie immer die ganzen Seminare von Armwrestling, Highland Games, Strongman, haben wir alles dabei. Dann haben wir Teamwettkämpfe. Ich mache so eine irre Viking Press als Team. Hab ich schon? Als Team Squad. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Lass mich machen, wird gut. So, wir haben die verrücktesten Sachen. Wir haben einen Frauenwettkampf, wir haben den King of Stone, dann haben wir einen Champions League Wettkampf, den ich dann noch selber mitmache. Und nach der Burg werde ich halt dann wieder, keine Ahnung, irgendwo am Tropf liegen. Ja. Ja. Aber warum machen wir es? Weil du es gesagt hast, es ist geil. Ne? Jo. Und deswegen, ich mache mich jetzt warm und dann so quatscht man noch mit ein paar Jungs. Oh, das ich, genau. Ja? Mit dem muss man auch noch mal reden. Red mal mit ihm. Genau. Wie ist denn die Lage heute? Martina, ich bin aufgeregt wie am ersten Tag. Ja, und sonst? Bist du stark? Ja, und wie stark, das sehen wir dann beim Wettkampf. Ja, Okinger gehört eher zu den ruhigen Athleten, wenig Krach machen und dafür Leistung abliefern. Und da werden wir heute drauf sehen, verletzt ist nichts. Na, nur kleine Wehwehchen. Nur kleine Wehwehchen. Typischer Strongman-Style, erfahrener Strongman. Also im Kraftsport schon länger unterwegs. Ja, seit 2016. Seit 2016 schon. Es wird heute auf jeden Fall ein guter Wettkampf. Er gehört zu den sechs, die gesetzt sind, die letztes Mal beim letzten stärksten Mann Deutschlands schon gestartet sind und jetzt hier wieder eingefunden. Genau. Also nur sechs Stück von den. Wie viele haben wir insgesamt? 26? Ja. Genau, 20 neue sind dabei und 6 alte Hasen. Er gehört zu den alten Hasen. Wir drücken die Daumen. Danke schön. Das ist ich aber gerade. Das ist, habe ich immer beim Ruhrpott-Griller. Das hier ist unser Ruhrpott-Griller, der Ayub. Hallo. Und der Ayub, ich darf ja nicht wetten, ist ja, aber der Ayub gehört auch zum Team Fitgiant übrigens. Und der Ayub ist heute sehr schwer. Und ich glaube, der ist auch sehr stark. Ja, aber das gehört auch dazu. Ja, das gehört dazu. Was, du bist ja jetzt praktisch neu in der Pro League. Genau, das ist mein erster Wettkampf. Der erste Wettkampf. Und direkt die deutsche Meisterschaft. Genau, das ist nämlich richtig cool. Gar keinen Pro League-Wettkampf vorher gemacht und startet gleich beim stärksten Mann Deutschlands. Ja. Und man darf ja mal fragen, was glaubst du, ist heute drin? Was heute drin ist? Ja. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich will nicht gewinnen. Ja, genau. Ne? Aber realistisch gesehen würde ich sagen Top 5. Ja. Welche Disziplinen sind heute eher gut für dich? Baumstammstämmen 100 Pro. Meine Schwäche sind immer noch Kreuzheben. Immer noch Kreuzheben. Ne? Kronenwiedel gefiel mir auch letztes Mal ganz gut. Frame ist mein Ding. Alles, was mit Laufen, was mit Laufen zu tun hat. Ja, genau. Ja, oder Stämmen, ne? Also Baumstammstämmen. Aber Autokreuzheben ist ja nicht das gleiche wie normales Kreuzheben. Da könnte man ja vielleicht noch was rausholen. Ja, das haben auch viele gesagt. Das ist nicht, das, ist nicht das gleiche. Das kannst du. Bin ich mal gespannt. Static Monster ist das hier. Deswegen, also das ist, glaube ich, schon auch deine Disziplin. Ja. Wir drücken die Daumen. Wir gucken mal, was geht. Ja. So, jetzt sagst du uns erstmal, aus welchem Gym du kommst. Aus dem Ochsenstall-Gym. Ja. Und da ist dein Name Programm. Volle Bude. Ja. Letztes Mal aktiv warst du 2018. Genau. Und da hast du die Deutschland-Cup-Serie gewonnen. Genau. Also von der Deutschland-Cup-Serie direkt zum stärksten Mann Deutschlands. Na, dieses Jahr vielleicht nicht, aber nächstes Jahr, in zwei Jahren mal. Aha. Mal gucken. Und er hat Winterschlaf gemacht, hat er mir vorhin erzählt. Ja, ich habe eine Weile Winterschlaf gemacht. 2019 habe ich erstmal nicht gemacht. 2020 habe ich dann wieder ein bisschen angegriffen in Tschechien. Mhm. Da war ich, glaube ich, 6. Platz. Mhm. Ja. Ich habe gesagt, Winterschlaf, da werden doch alle Tiere normal immer richtig, richtig dünn und zehren von ihren Reserven. Er hat aber ab und zu mal eine Pause gemacht und ist essen gegangen. Ja, 15 Kilo nochmal zu ihm. Ja, aber auf jeden Fall ein Auge werfen heute auf den jungen Mann. Da verspreche ich mir einiges von. Mal sehen. Gut, danke. Ja, das ist der Chris. Und der Chris ist vor zwei Wochen war es, gell? Ja. Zum allerersten Mal gestartet. Ja. Und zwar in der dritten Liga. Und hat da einen brutalen Wettkampf abgeliefert. Also richtig brutal stark. Und daraufhin durfte er sofort in der Pro League starten.
Und normalerweise macht man ja dann mal so ein, zwei Wettkämpfe, bevor man beim stärksten Mann Deutschlands antritt. Du startest gleich durch und gehst hier im Durchmarsch zum stärksten Mann Deutschlands. Wie glaubst du, schlägst du dich in dem Feld? Ja, ich bin eigentlich nur hier, um Erfahrung zu sammeln in erster Linie. Ja. Das ist noch mindestens ein Jahr zu früh für mich eigentlich. Ja. Corona-bedingt habe ich halt jetzt das Glück, sage ich mal, dass ich hier mitmachen kann. Und ich werde auf jeden Fall alles geben und mal schauen. Den einen oder anderen hinter mir zu lassen, ist auf jeden Fall das Ziel. Ja. Auf jeden Fall nicht letzter werden, so sage ich mal. Also auf jeden Fall ein toller Sprung. Vor zwei Wochen noch nie Wettkämpfe gemacht und jetzt stärkst du aber in Deutschland gleich eingestiegen. Wir drücken auch hier die Daumen. So, Seppo, jetzt sind wir wieder hier. Stärkst du mal in Deutschland. Ja. Die letzten beiden Male, immer der gleiche Platz. Letzten dreimal immer der gleiche Platz. Die letzten dreimal, um Gottes Willen, ja. Und zwar immer der dritte Platz. Richtig, richtig. Ja, der Raffi ist nicht da. Stimmt. Der Bisi ist auch nicht da. Stimmt. Mhm. Dafür Dennis, ist der Dennis heute da. Dennis ist wieder da, ja. Ja. Aber eigentlich... Will ich nicht. Ja, genau. Ich will das kleine Männle mitnehmen. Und bei dir ist ja kein Problem von der Kraft. Nur einfach nur ein bisschen die Nerven. Ruhe bewahren. Ja. Es ist ja jetzt viel passiert. Da hast du einen neuen Coach. Das stimmt, ja. Genau. Und da bist du jetzt mental ganz anders aufgestellt. Ja, ich bin schon, also um ehrlich zu sein, relativ nervös, weil jetzt nach zwei Jahren einfach mal wieder ein stärkster Mann Deutschlands überhaupt. Ja. Es sind viele dabei und Anfänger. Ja, stimmt. Also, sag mal, Leute, die noch nicht viel Wettkampferfahrung haben, genau. Ja. Aber schauen wir mal, gell? Also es gibt, bin ich ganz ehrlich, sicherlich die eine oder andere Disziplin, wo es mal drauf ankommt, dass sich da keiner dumm vielleicht zwischen reinknört. Mhm. Und ich sag gleich mal, der Lok am Anfang zum Beispiel, da gehe ich davon aus, dass der Dennis da ja das Ding gewinnt. Weil ich meine, der ist sehr, sehr gut. Und Lok, ich denke mal, ich werde es versuchen, meine Aufgabe. Was ist dein Max im Lok? 170 Kilo. Mhm. Mit was steigst du heute ein? Ja, ich muss mich dann jetzt mal aufwärmen, weil ich habe mit Matthias ausgemacht, wir wärmen uns mal auf und dann schauen wir mal. Und also wahrscheinlich zwischen 155 und 160 Kilo werde ich meinen ersten Versuch ansetzen. Wie ist so körperlich der Zustand? Passt alles? Gut, ja, eigentlich. Also die Vorbereitung war jetzt nicht ganz so, dass es gar nichts gab, aber ich glaube, das hat jeder. Und deswegen würde ich mal sagen, gut, also es passt. Es ist in Ordnung, ja. Will ich mich nicht beschweren, es könnte beschissener sein. Gerade die letzten beiden Male, wo ich angetreten bin mit geklemmten Nerven und sonst irgendwas. Genau. Also solche Wehwehchen habe ich nicht mitgebracht, das haben wir ordentlich sauber über die Bühne gebracht. Schauen wir mal, ja? Ja. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich auch. Ja. Ich drücke auf jeden Fall Daumen und ich bin ja bei dir. Auf jeden Fall. Alles Gute. Hallo, Herr Tetzel-Wagner. So ist richtig. Wie ist dir die Ehe bisher bekommen? Ja, wunderbar. Was soll ich sagen? Die Frau hört mich. Oh. Also bist du stärker geworden, oder? Physisch gerade momentan nicht, aber sonst alles aber gut. Mental. Mental auf jeden Fall, ja. Ja, also ich meine, ich erinnere mich ja zuletzt an deinen beeindruckenden Auftritt auf der Burg. Ja, danke. Im internationalen Feld, das war ja wirklich brutal, was du da abgeliefert hast. Stimmt, das also, lief erstaunlich gut. Ja, also ich habe selten jemanden gesehen, der, ich würde mal sagen, ich darf jetzt mal böse sagen, wie ich immer bin, mangelnde Kraft mit so viel Willensstärke ausgeglichen hat. Mangelnde Kraft? Ja, aber ich meine, es war ja wirklich in manchen Disziplinen so. Also da bist du ja wirklich weit über dich hinausgewachsen, über das, was man von Kraftwerten eigentlich erwarten kann. Ich weiß nicht. Ja, es war eigentlich ganz gut, ja. Doch, ja. Was soll ich sagen? Also war wirklich beeindruckend. Also diese Willenskraft, die war wirklich beeindruckend. Da vielleicht tief in der Diät war und genau. Die ganze Situation selber auch sehr viel hin und her für mich war. Also zur kurzen Erklärung, wir hatten ja das Event auf der Burg. Ich bin zwischenzeitlich nochmal nach Norddeutschland gefahren für einen Auftritt mit meiner Band, also war quasi 800 Kilometer unterwegs, bin dann 800 Kilometer wieder zurückgefahren, um am nächsten Tag den Wettkampf zu machen. Also ich war ganz gut durchgebraten sozusagen, ja. Und in Topform, also optisch in Topform. Ja. Also es geht genau. Eigentlich gar nicht, wenn man so auf Diät ist, dann nochmal so eine Leistung zu bringen. Und es war ein internationales Feld, und es war wirklich ein gutes Feld. Und sich da so zu behaupten, also wirklich, also meinen höchsten Respekt dafür. Vielen Dank. Ja, war wirklich eine Top-Leistung. Deswegen bin ich gespannt, wie das heute für dich laufen wird. Ja, ich habe vor zwei Wochen auch international mich behaupten dürfen. Und da war es leider nicht ganz so gut, muss man sagen. Also ich habe jetzt obwohl ich das glückliche
die glückliche Situation habe, alle Implements selber zu haben, war ich tatsächlich ein bisschen faul, muss ich gestehen. Wir gucken einfach. Wir machen es wieder mit ein bisschen Wahnsinn und Willensstärke wett. Genau, genau. Anders geht's nicht. Genau mein Style. Ja. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das läuft. Alles klar, wir schreien die Gewichte an und dann fliegen wir hoch. Alles klar. Danke dir. So, hier haben wir Kevin der Brocken. So nennt man mich, ja. Ja, stabil, stabil, wie der Name schon sagt, sieht man ja auch. Ja. Wie sind die Disziplinen heute für dich? Also Lock ist gut. Ja. Ja, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Ellbogen, aber an sich ist Lock eigentlich was mir liegt. Autokreuzheben, denke ich, sollte auch ganz gut funktionieren. Das Conan Wheel ist jetzt nicht so ganz meine Lieblingsdisziplin, sage ich mal ganz ehrlich. Es ist auch ein bisschen schwierig mit dem Atmen nachher, oder? Genau, aber man muss halt durch. Ne? Ja. Carry and Drag dürfte eigentlich ganz gut funktionieren. Was war jetzt das fünfte nochmal? Das hab ich, Frame. Ja, Frame ging eigentlich auch. Muss man halt nur gucken. Wie ist das mit den Händen? Ich meine, du hast ja auch nicht die größten Hände. Beim Frame geht es komischerweise, weil der halt in sich stabiler ist. Okay. Der verdreht sich nicht. Das Problem wird dann nur sein, dass die fünfte Disziplin ist. Sieht das dann schon wieder anders aus auf dem Rücken. Ja. Und so weiter. Müssen wir mal gucken. Aber, also ich meine, wir gehen aber fest davon aus, dass du dich auf jeden Fall für morgen qualifizierst. Und da werden ja dann die Punkte praktisch mitgenommen. Ja. Und wenn man sich im vorderen Feld mit behaupten könnte, wäre das ja schon mal eine gute Position. Grundlage, ja. Ja, eine gute Position. Genau. Ja. Das ist auch das Ziel. Also generell erstmal die Qualifikation und dann vielleicht unter den vorderen 15. Genau. Ja, genau. Ja. Schauen wir mal. Ich drücke die Daumen. Danke. Weil jetzt ist rein Wettkampf. Danke. Ja. Okay, darf ich mich vorstellen, der zwölffache stärkste Mann Deutschlands im letzten Jahrhundert. So stimmt es ja nicht. Doch, natürlich, genauso stimmt. Das letzte Mal war ich 2006. Das war in diesem Jahrhundert schon. Abends eins? Ist wurscht. Ja, also dieser Mann halt ist hier der Chef vom Ganzen. Und wir steigen ja neu ein. Der letzte Wettkampf, den wir gemeinsam gemacht haben, war? Ja, einen kleinen hatten wir letztes Jahr. Im September, aber so den richtigen großen, das war 2019. Genau, letzter Deutsche Meisterschaft war 2019. Kannst du, weißt du überhaupt noch, wie es geht? Ich bin heute schon ganz in den Straucheln gekommen, darum war ich schon Mittag hier zum Aufbauen. Ja. Aber schon langsam geht und alle Athleten sind da, das Wetter passt, Zuschauer kommen. Also ich glaube, es wird gut. Ja, wir haben ja auch eine tolle Location hier. Ja, super ist es. Sie sind auch sehr engagiert und das ist das Wichtigste. Sehr groß. Cash and Carry. Ja. Ja. Was sagt was? Es ist der einzige Interviewpartner, der nicht mit mir spricht, ist mein eigener Mann. Fällt euch was auf? Was erwartest du heute, wer deutscher Meister wird? Heute noch gar nichts, weil heute ist Qualifikation. Aber durch das, dass wir nur 6 Leute haben aus der ersten Liga und der Rest lauter Neulinge sind, wird sicher die eine oder andere Überraschung geben. Aber Prognose sehr, sehr schwer. Logisch, wir haben Favoriten. Dennis Kohlruss, Seppo Kraus, Tim Wagner. Aber schauen wir mal, was die anderen machen. Johannes Eichinger nicht zu unterschätzen, der ist auch noch aus der ersten Liga. Und dann die Neuen, da weiß ich gar nicht. Also ich muss würde ja immer noch den Ayub mitrechnen. Als Favoriten auf den Titel. Also mit ganz vorne mit dabei. Mei, kommt drauf an, wie nervös das ist. Ja. Das ist halt immer, mit solchen Gewichten auf muss den Titel, aber auf jeden Fall mal Top 3 könnte er werden. Ja. Wir lassen uns überraschen. Ja, wir müssen mal eine Prognose abgeben, damit es spannend wird. Wenn die Leute es gucken, ist es eh zu spät, da wissen sie es ja schon. Ja, ich habe ja schon 3, ich habe ja schon 3 aufgezählt. Also alles klar. Also wir freuen uns auf einen super Wettkampf und wir hoffen, dass nach Corona wieder alles normal geht, dass wir wieder mehrere Qualifikationswettkämpfe haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dass wir wieder durchstarten können. Und, aber hier ist ein guter Start. Ja. Und da hoffen wir, dass wir so weitermachen können. Dankeschön. Viel Spaß. Ich habe 3 Versuche, wir machen 3 Durchgänge, Scheibenstecker, Name aufrufen, raus, gültig oder nicht. Ihr sagt uns sofort das zweite Gewicht, also nicht einfach wieder weglaufen, dass wir jeden nachschreien müssen. Er meldet das zweite Gewicht an, dann kommt der nächste Athlet. 5 Kilo Steigerungen. Einzig, wer auf Rekord geht, da können wir 1 Kilo Sprünge machen. Dritte Disziplin, Conan Wheel. Hingehen, anheben, im Uhrzeigersinn, soweit es geht, wenn er abstellt, werden die Grad gemessen. 410 Kilo Gesamtgewicht. Vierte Disziplin, Carry and Drag. Das wird so sein, ihr lauft 20 Meter nach vorne mit 120 Kilo Sack, ladet den auf den Schlitten auf, dann springen noch 2 Mädels rauf, also eine bei jedem, und dann zieht er die 20 Meter zurück. Fünfte und letzte Disziplin, Frame, 280 Kilo, 40 Meter. Auch runterlaufen, da reicht beide Vorderkanten, im Ziel wieder komplett drüber. Den ersten Athleten, den ich in der Arena bitte, ist der Markus Bauer, 28 Jahre alt, aus Hamburg.
130 Kilo schwer bei einer Körpergröße von 1,89 Meter. Der nächste Athlet kommt aus Bayern, ist 25 Jahre alt, mit 135 Kilo bei einer Körpergröße von 1,93 Meter. Markus Schätzel. Ebenfalls aus Bayern, aber ein bisschen leichter. Knappe 110 Kilo, würde ich mal sagen, hat er gesagt. Lukas Neumeier aus Rosenheim. Jetzt wird es wieder schwerer. Wir gehen nach Niedersachsen, nach Hannover. Daher kommt der Jonathan Wulfert, 160 Kilo bei 1,93 Meter. Als nächstes gehen wir nach Hessen. Da kommen wir nach Lanau zum Kai Erhardt. Der Kai, der hat hier 117 Kilo stehen bei 1,87. Stimmt das denn, Kai? 117? Ja. Ja, gut. Leicht. Leichtgewicht. Im Strawberg ist 117 Kilo leicht. Jetzt wird es wieder schwer. Nordrhein-Westfalen am Start, aus Oberhausen, 28 Jahre alt, 1,72 Meter groß. Nee, Quatsch, 1,82 Meter groß und 172 Kilo schwer. 172 Kilo schwer. Ajo. Mohammed. Jetzt wird es wieder leichter. Von 125 Kilo auf 110 abgenommen, der Tim Urubi aus Bayern. Körpergröße 1,75 Meter. Der nächste kommt aus Niedersachsen, ist 42 Jahre alt, also man kann auch im höheren Alter noch Strongman-Sport machen. Er wiegt 150 Kilo und ist 1,83 Meter groß, der Kevin Koch, genannt der Korken. Jetzt wird es wieder leichter. Aus Sachsen kommt der Peter Bliefke mit 116 Kilo, einer Körpergröße von 1,77 Meter. Hat das Gewicht abgeworfen? Dafür ist er besonders schnell jetzt. Aus Hessen, aus Fulda, kommt der nächste mit 107 Kilo bei 1,81 Meter, 24 Jahre alt, Volker Bauer. Und ein nächster Bayer, 33 Jahre alt, 137 Kilo schwer bei 1,97 Meter, Martin Mosch. Wir gehen nach Sachsen, 25 Jahre alt, 125 Kilo schwer bei einer Körpergröße von 1,80 Meter und hat es endlich geschafft zum Medizincontroller, der Nico Freudenberg. Aus Hessen, nee, aus Siegen, Entschuldigung, aus Siegen, 1,91 Meter groß, 160 Kilo schwer, Patrick Eibel. Die Waage möchte auch haben. Ups. Der nächste ist der Mann Michael Reichelt, 34 Jahre alt, 125 Kilo bei einer Körpergröße von 1,80 und er kommt aus Bayern. Jetzt wieder ein Leichtgewicht, 105 Kilo bei einer Körpergröße von 1,76 Meter, aus Baden-Württemberg, Christoph Kahle. ...1,80 Meter groß, 135 Kilo, aus Baden-Württemberg, Peter Olbrich. ...1,73 Meter... Körpergewicht 105 Kilo, 25 Jahre alt, Maximilian Kleinwächter aus Siegen in NRW. Jetzt gehen wir nach Niedersachsen. 140 Kilo bei einer Körpergröße von 1,94 Meter, Adam Roskowski, 27 Jahre alt, ursprünglich aus Polen.
und wieder nach Bayern. Mit 30 Jahren und einem Körpergewicht von 148 Kilo, bei einer Körpergröße von 1,88 Meter, Christian Stumberger. Aus Nordrhein-Westfalen kommt der Leonard Zimmermann, 105 Kilo, bei einer Körpergröße von 1,87 Meter. Jetzt wird es wieder schwer. 1,92 Meter groß, 170 Kilo und ein bisschen weggeschummelt. Der Dennis Kohlroos aus Baden-Württemberg. Und etwas kleiner, deswegen kommt das Körpergewicht noch mehr zur Geltung. 1,83 Meter groß, 151 Kilo, aus Sachsen-Anhalt, Benjamin Blass. Ah, er hat einen Fanclub dabei, sehr schön. Aus Nordrhein-Westfalen, Dillenburg, der Julian Roth mit 144 Kilo bei einer Körpergröße von 1,87 Meter. Der nächste aus Niedersachsen, 130 Kilo bei einer Körpergröße von 1,91 Meter, Tim Tetzel-Wagner. Let's go! Und jetzt wieder ein Bayer, 1,90 Meter groß, 134 Kilo schwer, Johannes Eichinger. Und dann haben wir noch einen, einer ist noch übrig, ebenfalls aus Bayern. Sebastian Kraus, 160 Kilo schwer. So, und mir fällt immer wieder was auf. Martina stellt immer alle vor, aber sich selber nicht. Das ist die bezaubernde Martina Olesch, unsere Moderatorin für heute. Vielen herzlichen Dank, Seppo. Christoph Kahl ist der Erste und der Leonard Zimmermann hält sich bitte bereit. Da kommt er schon. Komm, Christoph. Publikum hilft mit. Auf geht's. Schieb, 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 gültig. Die hat er sich aber selber schwer erkämpft. Leonard Zimmermann ist am Baumstamm. Baumstellungssatz auf. Du darfst anfassen und dann läuft, dann guckt der Kampfrichter aufs Bast. Schnell! So, schieb! Ah, super! Nächstes Gewicht, ein Sammlung bitte. 130. Komm, 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 hier. Es geht schon! Publikum ist bei dir! Komm! Ah! Also ist der nach hinten, sagt der Jonas. Selbst erfahrener Strongman, heute dabei. Oh, wow. Vorsicht, Lucky! Aus Rosenheim! Jetzt bei dir! Gültig! Ja, super! Sehr gut! Tim! Ja! Komm ab! Schieb! Oh. Ui, 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 ui! Konzentrieren! Geht? Alles gut? Schwarz vor Augen! Atmen!
sind die Leichten bei uns. Loki! Na, okay, er sagt nein, das war nichts heute. 145 Kilo liegen auf. Der Markus Schätze hat sich schon, der Max. Jo! Max Erlechter. 145 Kilo für unseren Powerlifter. Noch 45 Sekunden. Konzentrier dich, Benny. Uiui, was war das? Tetzel. Der nächste. Mit 160 Kilo. Und da ist schon oben. 170 Kilo liegen auf. Für den Ruhrpott-Gorilla. Ayun Muhammad. Konzentrier dich, konzentrier dich. Und komm! Ja! Oh, macht spannend, er macht spannend! 175 Kilo! Für den Dennis Bulbus im ersten Versuch. Ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! 185 wünscht er sich im zweiten Versuch. Auf geht's! Oh, 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 oh. Komm, Nico! Der war doch schon oben! Komm! Au, au, oh. Auf geht's, Sebastian! 165 Kilo! Kommt der Bo! Schieb, 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 schieb! Wow! Dennis Bulbus, 185 Kilo. Oh. Ja. Oh. Komm, Kai. Jetzt ist er drin. Ja. Super, super, Kai. Er braucht auch ein bisschen Unterstützung jetzt. Sebastian Kraus mit den 165 Kilo. Und komm. Oh! Schieb, schieb, schieb. Ah. 180 Kilo. Jetzt wird es schon richtig in die gehobenen Sphären. Wow! Wow! Dreißig. Auf geht's! Zu eurer Info, 192,5 ist der deutsche Rekord. Und wir sind jetzt schon bei 185. Komm, Kevin! Wow! Wow! Locker! 195 Kilo für Dennis Kohlroth.
wieder der neue deutsche Rekord. Wenn er schafft! Und wir sind bei dir, Dennis! Neuer deutscher Rekord! 195 Kilo! 200 Kilo! Auf dem riesen Baumstamm! Länger, breiter, dicker als alles, was sonst im Strongman genommen wird. Dennis Kunz. 200 Kilo. 200 Kilo. Ja, Wahnsinn! Neuer deutscher Rekord. 200 Kilo. Das ist der absolute Wahnsinn. Wo ist jetzt die Trophäe? Verdammte Axt! Ja, lange haben wir drauf gewartet, aber ehrlich gesagt, hätten Sie mich heute gefragt, hätte ich gesagt, mach's nicht. Einfach aus Taktik. Ja, unverhofft kommt oft, ne? Ja, genau. Also, es scheint wirklich stark zu sein. Also, vorhin beim 185er, da habe ich mir gedacht, oh, war es ein bisschen wackelig, aber man muss auch gucken, der Boden ist etwas schief hier. Aber bei jedem Lock hatte ich die gleiche Tendenz nach hinten, hast du es gesehen? Ja. Ich habe alles ausgleichen müssen. In Rosenheim war es damals schon, die 200 waren ja fast oben. Ja, ja. Aber, naja, aber vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Danke, dass ihr alle da seid und genießt die Show. Habt einen schönen Abend, jetzt brennen die Augen wieder. Oh. Also ihr seid wirklich ein tolles Publikum. Wir haben tolle Artikel, aber Publikum ist auch mindestens mal die halbe Miete. Ja. 3,20. 3,40. 3,60. 3,60. 400, wie ein Finger dran. Ja, und dann hat er reicht. Oh, my God.
zu der nächsten Disziplin, Carry and Drag. Daran hat es nicht gelegen. Komm, Tim! Zieh durch! Gleich hast du. Komm, du machst mit dir jetzt noch die Schlitten. Noch die Schlitten! Noch die Schlitten! Sebastian Gauck und Tim Tetzel Wagner. Zwei davon sind jetzt auf der Strecke. Gibt das eine neue Bestzeit, wenn er durchzieht. Zieh durch, komm hin. Herr Wagner! Jetzt bin ich gespannt. 33,67, die Zeit von Julian. Und er ist ganz allein. Und Jungs!
Ah, ja. Heben muss, laufen muss. All eyes on you. Kevin! Auf dem dritten, der Julian Groth. Sensationelle Platzierung. Wenn es morgen auch so aussieht, nach dem Finale, dann passt's. Gratuliere. Und auf dem zweiten Platz, der Tim Wagner. Punkt gleich mit dem ersten Platz. Und das ist der Dennis Kurrus. Der nach Kampfbeck auf den ersten Platz liegt. Um 13 Uhr geht's los mit dem Finale. Vielen Dank. Was geht ab, Gera? Siegertanz? Ich tanze dir gleich ein. Siegertanz. So, ihr Lieben, Tag 1 ist beendet. Ich bin etwas erschöpft. Der Heinz ist schon wieder am Futtern. Ne? Am Anfang vom Tag sagst du noch, man braucht nicht so viel zum Essen. Ayub, du brauchst dich gar nicht weg hier. Seit dem Frühstück, mein zweites, wie sagt man hier, Frühstück? Ja. Brotzeit. Oder Brotzeit. So. Ja. Also bist du zufrieden mit deinem Wettkampf? Ja, also wir haben... Der Lok war doch sensationell, der, oder? Der Lok war schön, obwohl es halt wieder eine dumme Entscheidung war, ne? Ja, weil du machst öfter dumme Entscheidungen, oder? Na, Schmarrn. Das gehört halt ab und das zu dazu. Das war wirklich super. Nee, wenn man halt... da muss man ein bisschen auf den Bauch hören. Der 85er war grottig. Ja. Auch von der Stabilität. Ja, der 95er war wieder. Ich sag dir eins, der Romaleos, der Nike, der schien das so hoch, dass es mir auf einer Gewichtheberplattform mit dem Lock kein Problem. Aber sobald ich Outdoor lifte, komme ich mit dem ins Straucheln. Mhm. Weil der hinten halt etwas hört. Aber das sind jetzt wieder Details, da quatschen wir mal anders drüber. Der 85er war nicht gut. Der 95er war überraschend gut. Wo ich mir gedacht habe, ja, okay. Und dann haben wir noch auf den Kevin gewartet, der wollte ja einen 196er machen. Bei der ist ein 85er, hat sehr gut ausgehört. Ja. Brutal weggepresst. Ja, wenn er den Winkel findet, dann ist er verdammt stark. Dann haben wir halt gedacht, komm, lad mal die 200 auf. Heute hat Sonne geschienen. Dann haben wir gesagt, machen wir. Aber heute war es auch warm, du bist mit dem Frame durchgelaufen. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Hast du ja schon manchmal stehen lassen. Das ist eine Weltsensation, ja. Eigentlich schon. Ja. Also von dem her, schauen wir auf den Morgen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mir so einen Hobel geholt. Ne? Und habe hier mal alles runtergeholt. Da hätte ich eine ganze Familienpizza belegen können damit. Ne? Mm. Und dann am nächsten Tag bin ich ins Training und konnte mit dem Frame laufen. Da war so viel Fleisch in der Hand drin. War das vielleicht das Video, was ich gesehen habe? Das war das Video. Das war der eine gute Tag. Doch. Und da habe ich mir gleich einen Heinz geschickt. Genau. Guck mal, Heinz. Und er hat sich gedacht, um Gottes Willen, der wird ja doch noch ein Strongman. Tatsächlich, das erste Mal in seinem Leben trainiert, genau. Der Koffer. Jesus Gott im Himmel. Nächsten Tag war schon wieder Loglift dran. So. Heinz, was kommt morgen dran? Morgen sind lauter schöne Sachen. Da hinten haben wir einen riesigen Traktor mit fast 9 Tonnen. Der wird richtig schön. Geht's gleich los, dass die Beine gleich wieder weich sind. Zweite Disziplin, was haben wir da? Ich glaube Dumbbell. Ah, okay, aber nicht gleich Yoke. Dritte Disziplin ist... Yoke? Nein. Deadlift? Deadlift. Ja. Vierte Disziplin ist Yoke. Und die fünfte, Stones. Hast du ja gewünscht, haben wir 200er Kugel da und wenn du es nicht hebst, dann fährst du heim. Die Kugel? Ich brauche 200er Kugel. Ach so. Ich habe nur 100. Ich dachte, du fährst sie zu mir heim. Ach so, ich habe nur eine 100.
Ich habe nur eine 180er und eine 215, also eine 200er. Ich würde jetzt mal sagen, hebt morgen jemand die 200er Kugel in der letzten Disziplin. Das habe ich ja schon am Anfang angesagt, dieses 10 Disziplinen, das ist eine harte Nuss. Über zwei Tage noch. Ne? Jetzt fährst du ein bisschen runter, schläfst ein bisschen, isst ein bisschen was. Aber nach deiner Einschätzung gewinnt auch dann wirklich der Stärkste, oder? Der das durchhält. Ja, es ist wirklich, es ist eine Krafteinteilung. Du hast ja gesehen, viele beim Car Deadlift. Ich habe ja auch gesagt, ciao. Ne? Ja. Sebo auch. Jetzt sind wir unter den Top 10. Also ist eigentlich, sich am Qualifikationstag irgendwie komplett rauszuhauen. Ist das so eine Citrunas-Taktik, immer das zu machen, das halt passt? Ich meine, du hast jetzt gewonnen. Gut, du nimmst die Punkte mit. Achtung, du hast ja den Frame als letztes gesetzt. Ja. Ich weiß nicht, was ich beim Frame mache. Ich dachte wegen den Händen, weil wenn man das Frame vorher macht und alle reißen sich die Hände auf, was machen wir beim Carry and Drag? Darum habe ich das Frame zum Schluss gemacht. Das reiße ich mir nie auf. Deswegen habe ich halt ein bisschen Gas geben müssen, dass dann beim Frame halt hoffen, dass da alles gut läuft. Ne? Sehr gut gegangen. So, und jetzt morgen halt, Yoke läuft bei mir eigentlich sehr gut. Haben wir das erste Mal ja 400 bei einer Deutschen. Echt? Na, auf der FIBO war das, auf der Champions League. FIBO Champions League hatten wir es ja schon öfter. Aber für manche andere wird es das erste Mal sein. Willst du die Mädels draufstellen, oder? Wird schön. Du weißt, wenn die zum ersten Mal eine 400er Yoke machen, dann geht es so. Und es sind viele leichte unter der Top. Das sind meine Yokes und ich habe eine schöne Plattform. Okay. Da fehlt nichts. Okay. Ich habe die Eier noch nicht rum. Die stehen schön drauf, genau. Halten sich fest. Da muss ich auch mal ein ganz fettes Lob und einen Dank an Heinz sagen für die ganzen Jahre, was er da geschafft hat in der Strongman-Szene, Heinz. Equipment ist immer on point. Und es wiegt auch das, was und wirklich angegeben wird. Sonst machst du hier. Ach so, ja. Sonst, der Moster, der guckt auch meine Videos. Und der kann ja auch Deutsch, weißt du? Es gibt ja manchmal Wettkämpfe, da denkt man sich, ob das Gewicht jetzt stimmt. Ja, das ist so. Auch bei Kugeln und alles Mögliche denke ich mal aus. Ja, oft. Achtung, Mexiko Car Deadlift. Deines hebt. Deines ist heavy. No. Plates hinten rein. Deines zieht. Deines ist heavy. No. Und dann ist es einer der besten Kreuzheber. Dann hauen sie da säckweise Sandsäck rein ins Auto. Ja. Und dann deines hebt, this is good weight, I can do probably 8 reps. Und alle anderen ziehen 1, 2. Ja. Und dann sage ich zum Mostert, ey, was wiegt das jetzt, ne? It's 380. So unglaublich. Darum biegen wir halt alles ab. Genau. Ich will ja wissen, erstens wegen Rekorden, was hat man am Griff, was hat man über Kopf. Ich will es einfach wissen und darum biegen wir das ab. Ja. Und darum können wir auch auf Rekorde gehen, weil alles andere ist einfach so wischiwaschi. Interessant wäre heute gewesen, das Conan Wheel zu messen. 410. Ja, auf dem... Achso, du meinst auf dem Arm. Das wäre interessant gewesen, weil es war gar nicht leicht. Nee. Der Pickup, gut, wenn du mit ihm gelaufen bist oben, war in Ordnung. Ne? Ja, ja. Aber der Pickup... Besonders für die Großen. Ich meine, die Kleinen brauchen sich nicht beschweren, aber die Großen, die haben schon einen ganz schönen Zerhersquad gemacht. Ja. Machst du morgen die Stones auf Höhe? Nein, alles auf 1,20. Ach so. Weil es soll ja auch für die Kleineren machbar sein. Hast du doch heute schon einen Conway gemacht. Jammer jetzt nicht rum. Du liegst in Führung. Es wird nicht gejammert. Ich habe aber Bauchweh. Warum? Ich weiß nicht. Hunger. Hast du Angst vor dem Tim? Mhm. Haben wir es schon wieder. Also Jungs, jetzt sagt der Joshua noch was. Genau, ich bin weg. Genau. Ich muss noch eine Wurst essen. Genau, ess noch zwei. Ja, das ist immer eine. So, Joshua, jetzt sagst du wieder ganz schön. Kurz ich, ich weiß, Klänzen, ich weiß ja. Raul, für welchen Channel ist das eigentlich? Okay. Für den, was drauf kommt. Also, wir werden dieses Video wahrscheinlich in zwei Teile unterteilen. Das eine kommt beim Heinz auf dem Channel, das eine bei mir. Ich glaube, das war jetzt das vom Heinz oder das war jetzt das von mir. Und morgen, das, was morgen kommt, ist das, was beim Heinz kommt oder bei mir. Und jetzt sagt er, Joshua, wie hat es dir gefallen heute, so als mein Helfer? Ah ja, klar, heute war super. Mhm. Vor allem Dennis zum Schlagen, das macht schon viel Spaß. Wird auch morgen fortgesetzt, der braucht ein bisschen. Ja, ich bin so ein Typ. Ich bin so. Ja, das, man braucht ein bisschen, man muss mehr in den Arsch. Man hat die letzten Jahre gesehen, da war immer zu viel, ja, so, ich bin da. Ne? Und jetzt dieses Jahr, da haben wir früher und morgen wird es richtig geil. Ja, morgen machen wir richtig. Sagst du noch Tschüss? So das Obligatorische? Ja, das Obligatorische. Ja, also, liken, verteilen, abonnieren, die Glocke abonnieren. Zeige Themen, denen es interessiert und vor allem denen, die es interessiert. Das ist ganz wichtig. Und ja, wir gehen jetzt in der Burger King.
Macht's gut. Ade. Ciao.